Wer schon immer mal wissen wollte, woher eigentlich meine magischen Traumzauberblasen kommen, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben, denn ich habe heute eine kleine Fee zu Besuch und die wird euch so manches Geheimnis verraten. Versprochen. Und jetzt begrüßt mit mir ganz herzlich die kleine kosmische Fee, Kalea. Ja, Kalea die Fee, das bin ich. Und es ist unglaublich aufregend, heute hier zu sein. Ich meine die Kamera, die Lichter, ein Mikrofon. Das ist alles totales Neuland für mich. Sowas kenne ich noch gar nicht. Ich bin so aufgeregt. Ja, und die Elfe Sorgenfrei, die hat mir nämlich erklärt, dass wenn ich die Sache hier ganz gut mache, also wenn die Menschlinge da draußen das so toll finden, dann lassen sie sogar einen Daumen nach oben da oder sie abonnieren sogar den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Naja, und das macht mich ganz schön nervös. Aber die Elfe hat auch gesagt, ich brauche mir gar keine Sorgen machen, weil meine Geschichte ja eine ganz besondere ist und vor allem die Kinder glücklich machen wird. Also ich hoffe, das liegt nicht nur an ihrem Namen, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Ich fange jetzt einfach mal an. Also, wie ich schon erwähnte, bin ich die kosmische Fee Kalea. Doch bin ich keine gewöhnliche Fee. Nein, nein, nein. Ich bin ja kosmisch. Also das bedeutet, ich bin ein klitzekleiner Teil aus der Unendlichkeit des Universums. Und das Universum ist wirklich sehr, sehr weit weg von hier aus betrachtet. Ja, und darum liegt auch ein langer, langer Weg hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt. Auf jeden Fall komme ich aus einer fernen Galaxie, die etliche Lichtjahre entfernt und hier auf Erden noch völlig unbekannt ist. Sie strahlt wie 1000 Sterne, in allen Farben, schöner als jeder Regenbogen. Es ist die Heimat von zahlreichen Feen. Ja, es ist meine Heimat. Ein fantastischer Ort, voller Liebe und Harmonie. Und soll ich euch noch etwas Unglaubliches verraten? Wenn man genau hinschaut und das Ganze etwas näher betrachtet, dann sieht man zwischen den gebrochenen Lichtstrahlen unendlich viele bunt schillernde Traumzauberbläschen. Ja, und darin wohnen wir Feen. Jetzt denken einige von euch vielleicht, hä? Feen leben doch im Wald, in der Natur. Sie verstecken sich zwischen Bäumen und Sträuchern oder schlafen auf Wiesen im hohen Gras. Ja, da habt ihr auch nicht ganz Unrecht. Das trifft sicher auf die im Zauberwald lebenden Feen zu. Wir jedoch sind anders. Jedes einzelne Feenwesen lebt in einer eigenen, einzigartigen Traumzauberblase. Von außen betrachtet sehen die Zauberblasen alle gleich aus und ähneln dem Aussehen von ganz normalen Seifenblasen. Doch taucht man in das Innere der Blase, dann eröffnet sich eine wunderbare Welt voller unbeschreiblicher Fantasie. Bekleidet von Gefühlen zeigt jede Zauberblase das, was sich die darin lebende Fee wünscht und träumt. Es gibt zum Beispiel Feen, die leben auf wunderschön erdachten Blumenwiesen. Es gibt auch Feen, die leben auf riesigen, hohen Bergen, die bis in den Himmel reichen. Es gibt sogar Feen, die gerne in dunklen Höhlen leben. Ach ja, und es gibt Feen, die leben in eisigen Schneelandschaften. Brrr, ich lieb ja eher die Sonne und wenn es wohlig warm ist. Aber seht ihr,
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ist das nicht fantastisch? Die Traumzauberblase meiner Schwester zum Beispiel besteht ausschließlich aus Wolken und Zuckerwatte. Es gibt kein Oben und kein Unten und alles sieht so verdammt flauschig aus. Wenn ich bei ihr zu Besuch bin, dann kuscheln wir uns in die weichen Wolken und pflücken aus der Luft die Zuckerwatte. Es gibt rote Zuckerwattewölkchen, blaue Zuckerwattewölkchen, grüne Zuckerwattewölkchen und auch weiße Zuckerwattewölkchen. Bei den Weißen muss man jedoch aufpassen, dass man nicht aus Versehen eine richtige Wolke erwischt, weil das schmeckt dann nach Wolke. Wisst ihr denn überhaupt, wie Wolke schmeckt? Nein? Da kenne ich einen Trick. Wenn es regnet, dann müsst ihr einfach mal eure Zunge rausstrecken und die Regentropfen ganz sanft auf eure Zunge tropfen lassen. Ja, und dann erfahrt ihr, wie Wolke schmeckt. Oder wartet, ich habe noch eine Idee. Das können wir gleich jetzt hier ausprobieren. Ihr müsst einfach mal in die Luft schnappen. Hey, Elfe Sorgenfrei, mach das doch mal nach. Komm, du zeigst es vor und dann können die Zuschauer es einfach nachmachen. Na los. Nein, doch nicht den Regen. Du sollst in die Luft schnappen. Oh, das andere. Okay, also... Ja, so sieht's besser aus. Und wie schmeckt's? Schmeckt nach nix. Ja, es schmeckt einfach nur nach nix. Naja, egal. Ich mag sowieso am liebsten die roten Zuckerwattewölkchen, weil die schmecken nach süßen Erdbeeren. Lecker. Oh. Ich glaube, da knurrt mein Magen. Jetzt habe ich wirklich Hunger bekommen. Und ich war viel zu sehr abgelenkt. Wo waren wir jetzt gleich stehen geblieben? Bei den Traumblasen. Ah, ja genau, die Traumzauberblasen. Jeder kann also seine Traumzauberblase so gestalten, wie er es gerne möchte. Dann kommen wir gleich mal zu meinem Bruder. Oh ja, mein Bruder. Also der ist ziemlich verrückt. Ich würde sogar sagen, völlig durchgeknallt und lebensmüde. Bei ihm bin ich äußerst selten zu Besuch. Denn seine Traumblase besteht aus Lava, Feuer, Vulkanen mit riesigen Drachen, auf denen man reiten kann. Oh, er ist ein Abenteurer durch und durch und liebt die Gefahr. Also nix für mich. Ich betrete sein Reich jedenfalls nur noch mit einem Feuerschutzmantel und Baldrian-Tee zur Beruhigung. Nun ja, aber so ist das. Denn so unterschiedlich wie die Elfen träumen, so unterschiedlich leben sie auch. Die Träume können sich auch jederzeit wieder ändern. Dann wird sich auch das Leben wieder ändern. Also kann ich doch noch Hoffnung haben. Vielleicht lebt mein Bruder ja irgendwann ruhig und entspannt in seiner Traumzauberblase. Umgeben von Meer, Strand und Palmen. Und die einzige heiße Gefahr ist der Sonnenbrand von der immer scheinenden Sonne. Ja, das wäre so schön. Naja. Man wird doch wohl noch mal träumen können, oder? Ja, und nun wollt ihr sicher wissen, wie es in meiner Traumblase ausschaut. Stimmt's? Ja? Die Sache ist die, es gibt da ein klitzekleines Problemchen. Wie soll ich es euch erklären? Also, ich bin ein Tollpatsch. Ja, durchaus ein kleiner Tollpatsch. Naja, okay, ausschließlich ein Tollpatsch. Ich kann euch da mal was erzählen. Mir ist da mal was passiert. Da ich so eine neugierige Fee bin
und mich die Traumzauberblasen so sehr faszinierten, suchte ich einst nach dem Geheimnis der Schöpfung. Was steckt wohl hinter dem Ganzen und wie funktioniert das alles? Könnte ich vielleicht selbst Schöpfer sein dieser sensationellen Zauberei? Und so habe ich einige Bücher gelesen, um vielleicht das Rätsel entschlüsseln zu können. Ja, und da bin ich auf ein Rezept gestoßen für ein magisches Elixier. Ja, und das musste ich natürlich unbedingt ausprobieren. Also vermengte ich Mondlichtpuder und Sternentränen mit Wolkenstaub und Sonnenquarz. Dazu eine Prise Regenbogentau und zum Schluss den glitzernden Feenstaub. Der darf natürlich niemals fehlen. Ja, und dabei ging dann wohl irgendetwas schief. Plötzlich gab es einen mächtigen Knall. All meine Träume verschoben sich in alle Richtungen, zersplitterten in tausend Einzelteile. Ein grenzenloses Chaos, was nicht zu bändigen war. Ein Meer aus Formen und Farben, die sich bewegten und Kreise um mich zogen, bis sich letztendlich alles in Staub auflöste und schwarz wurde. Stille und die Sterne funkelten. Um mich herum das unendliche Universum. Und das Einzige, was mir in diesem Moment blieb, war eine vor mir schwebende magische Flüssigkeit. Sie schimmerte grünlich und beanspruchte meine Aufmerksamkeit auf wundersame Weise. Beim Betrachten dieser Merkwürdigkeit verträumte ich wohl Raum und Zeit. Ohne nachzudenken und blitzschnell füllte ich dieses Elixier in eine kleine Flasche ab und steckte es ein. Ja, und ehe ich mich versah, steuerte ich direkt auf euren Planeten zu. Und so kam ich zu euch Menschlingen. Ich war anfangs sehr verwirrt und ängstlich, denn alles sah anders aus. Alles roch anders, alles schmeckte anders und auch die Geräusche waren andere. Und eine ganze Weile fühlte ich mich auch anders, denn niemand war da. Ich vermisste meine Schwester, also flog ich zu den Wolken, um von ihnen zu naschen, um meiner Schwester nahe zu sein. Doch die Wolken schmeckten nicht. Es war keine rosa Zuckerwatte und meiner Schwester war ich auch nicht näher. Das Universum war am Tag nicht mehr zu erkennen. Dann dachte ich auch an meinen Bruder und wünschte mir, mit ihm auf großen, gefährlichen Drachen zu reiten. Wie gerne wäre ich jetzt in seiner Traumzauberblase, obwohl sie mir vorher doch so viel Angst machte. Doch die Angst, die ich jetzt spürte, war eine andere. Werde ich jemals zurück in den Kosmos kommen? Zurück nach Hause? Werde ich je meine Familie wiedersehen? Ich fühlte mich so einsam. Und plötzlich unterbrach eine fröhliche Stimme meine Gedanken, denn das war der Zeitpunkt, als ich die Elfe sorgenfrei kennenlernte. Sie kam genau im richtigen Moment. Und ich kann euch sagen, sie hat mich gerettet. Ich erzählte ihr meine Geschichte und ich weiß nicht, warum ich nicht selber darauf gekommen war. Jedenfalls erinnerte sie mich an das Traumzauberelixier. Ja klar, ich klapste mir auf den Kopf und mir fiel alles wieder ein. Ich hatte doch das Elixier eingesteckt. Und nun brauche ich doch einfach nur eine Traumzauberblase pusten, hineinschlüpfen und dann wird sie mich nach Hause tragen. Ich meine, sie kennt ja den Weg. Sie wird ja sozusagen von dem Kosmos angezogen, wie eine Motte, die zum Licht fliegt. Ach, das war die perfekte Idee. Und ich war ganz aufgeregt und fröhlich und sprang der Elfe hektisch in die Arme. Danke, 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 danke. Gut, dass wir uns getroffen haben. Gut, dass du mich gefunden hast, Elfe. Und ja, als klein Dankeschön schenkte ich ihr den Rest des Zauberwassers. Damit kann sie von nun an Träume verschenken. Und das Gute an dieser kosmischen Flüssigkeit ist, sie geht niemals leer, denn sie ist unendlich wie das Universum selbst.
Also, das habe ich zumindest mal in einem Buch gelesen. So, und dann musste ich auch schon los. Ich pustete also eine riesige Traumzauberblase, hüpfte hinein und startete erleichtert meine Reise nach Hause an. Und die Elfe Sorgenfrei und ich sind seitdem tolle Freunde geworden. Und ab und zu besuche ich sie auch im Zauberwald oder wie heute hier auf der Erde, da, wo ihr Menschen wohnt. Ja, und das war die kleine Geschichte von den Traumzauberblasen und wie ich die Elfe Sorgenfrei kennengelernt habe. Und wenn ihr von mir noch mehr Geschichten hören wollt, dann lasst es mich einfach wissen, schreibt mir gerne einen Gruß in den Kommentaren. Und ich sage, bis bald. Tschüss. So, nun kennt ihr das Geheimnis der Traumzauberblasen. Und ihr könnt mir glauben, man kann die Traumzauberblasen kaum von gewöhnlichen Seifenblasen unterscheiden. Solltet ihr also nun fortan welche am Himmel sehen, dann denkt immer an diese kleine magische Geschichte. Denkt an eure tiefsten Träume und lasst sie einfach mit der Blase davonschweben. Denn wer weiß, vielleicht war ja eine Traumzauberblase dabei. Und jetzt sage ich, bleibt nebenbei ganz sorgenfrei. Bis zum nächsten Mal.